So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Jetzt scheint es geklappt zu haben, die Verbindung aufzubauen. Sorry für die Verspätung. Wir haben jetzt den Germany 30 heute. Ich sagte es, ein Espresso bereits. Ja, in einer interessanten Situation, denn die 542 und die 627 sind wichtige Levels für den heutigen Tag. Die 627, um ein Morningstar-Muster zu erzeugen. Zeichne ich ein. Als pinke Linie gilt als Tagesschlussmarke. Kann aber auch intraday eine Bedeutung haben. S&P 500 gestern mit einem neuen Allzeithoch. Das heißt nicht, dass wir, das heißt zwar, dass wir diesen Abwärtsimpuls erst einmal die Kraft daraus deaktiviert haben. Es kann aber ein neuer Abwärtsimpuls kommen. Ja. Aber für den Moment hat sich der Trend fortgesetzt. Aber es ist so, bisher zumindest, wie es auch hier mit den letzten Allzeithochs war. Es kommt halt keine Dynamik auf. Und das ist auch das, was letztendlich zu der Saisonalität passt. Im Verlauf der letzten 10 Jahre, der Verlauf des Juni, eher ein Monat, der einen Abwärtstrend brachte, also eher schwach. Der Juli wird dann nochmal stärker. August, September, Oktober dann Monate, die schwach sind. Heißt nicht, dass es auch so sein muss dieses Mal, aber Saisonalität erklärt einiges der fehlenden Dynamik bisher. Ich achte auf ein 1, 2, 3 Top für eine Trendentwicklung abwärts. Das könnte schon das Top sein, wenn die Linie hier unterschritten wird. Das ist das Top, Validierungslinie 564,31. Wichtig übergeordnet der S&P gestern mit einem Rücksetzer und der S&P müsste unter 429,85, um ein Trendwendemuster zu aktivieren. Also übergeordnet ist der Trend hier intakt im Stundenkerzenchart. Im 5-Minuten-Chart sieht es da ein bisschen anders aus. Da ist die 4241 ein wichtiger potenzieller Widerstand. AMC Entertainment, einer der Highflyer-Aktien, Turnaround Story. In den USA 37,66 Dollar ist eine wichtige Unterstützung. Da könnte ein 1, 2, 3 entstehen oder eben so ein Sprungbrett-Setup für den Versuch und Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Telekom minus 0,7%. Gestern neues Bewegungshoch.
Der Bund, Eurobund Cash, zerstört die Top-Formation, macht ein höheres Hoch, geht über die 1,618er drüber. Sollte die 1,61 Euro-Marke halten, wäre Platz zur nächst höheren. Ansonsten ist eine Korrektur zur nächst tieferen zu erwarten. Ja, das sind diese Aussagen, entweder es steigt oder es fällt, aber das, was eben hier wirklich den Vorteil bietet, für mich zumindest, sind diese Fibonacci-Marken, an denen kann man da schauen, wie verhält sich der Markt. Und was wir hier eben sehen können, ist, dass schon vor der EZB-Sitzung ein 1, 2, 3 Tief entstanden ist und gestern vor der EZB-Sitzung wurde dieses 1, 2, 3 Tief bestätigt. Bedeutet jetzt, wir haben nach oben oder zumindest hat die EZB es jetzt geschafft, technisch die Gefahr von steigenden Zinsen abzuwehren. Ja. Und es ist so ein Zinskorridor jetzt technisch entstanden zwischen 178, sagen wir mal, als obere Grenze, da ist das 1, 2, 3 Top entstanden, und der 170, 78, da ist jetzt ein neues 1, 2, 3 Tief entstanden. Ja, insofern ist das jetzt erst einmal on hold. Bei den 10-Jährigen, die wir hier sehen, ist die Obergrenze hier irgendwo im Bereich von 0, minus 0,55%. Die Zinsobergrenze ist die 26.05. im Bereich von minus 0,2%. Also minus 0,55 bis minus 0,2%. Und das ist so, wenn man so möchte, der Korridor, der sich jetzt andeutet. Warum ist das so? Weil wir haben ein 1, 2, 3 Tief und ein 1, 2, 3 Top und die gucken sich an. Das kann sich keiner mehr durchsetzen. Sogar minus 0,7 hier. Okay, also minus 0,7, 0,2, Range von 0,5%. Das ist zumindest das, was jetzt hier technisch ableitbar ist. Ich stelle den Chart auch ins Chartforum. EZB Etablierung einer
Die Frage, die Antwort auf die Frage, ob das erfolgreich ist, ist jetzt dann die Fähigkeit des Marktes, 178 zu überschreiten oder 170, 78 zu unterschreiten. Terminal 30 fächert sich hier auf. Support ist jetzt hier dann zu sehen an der 542, übergeordnetes Zeitfenster aus dem Tageschart. Sinkende Zinsen ist positiv fürs Gold, da schaue ich gleich drauf und ist auch positiv für den Silberpreis. Federführendes Top ist hier und kann hier eingezeichnet werden. Dessen Punkt 2 liegt bei 27,18. Man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, dass genau diese Marke gehalten wird. Sollte dem auch weiterhin so sein, wäre ein Anlauf auf die 30-Dollar-Marke denkbar. Wobei dann auch der Wochenchart und das 1-2-3-Top aus dem Jahr 2011 und dessen 1 auf Wochenschlusskursbasis ins Visier gerät. Ein Wochenschluss über 29,16 wäre ein Ereignis, das es eben das letzte Mal gegeben hat, Februar 2013. Also fast 8,5 Jahre gab es keinen Schlusskurs mehr per Wochenschlusskurs mehr über 29,16. Gold mit einem 1, 2, 3 Top, das jetzt zurückerobert wird. Punkt 2, 19,0409, nächster Widerstand. Ein nächster möglicher Widerstand. Was im Gold ein bisschen noch fehlt, ist wirklich die Bestätigung, dass die 1892 auch eine Unterstützung ist. Das, was wir jetzt sehen, ist quasi, waren wir hier auch schon nochmal. Und dann ging eben der Rücktest schief. Wir haben das also das Top reaktiviert. NDAQ erreicht die 100er Auffächerung heute Morgen aus dem 1-2-3-Tief. Ist damit jetzt auch ausgebrochen über den Punkt 2 des 1-2-3-Tops. Was fehlt, ist ein neues Rekordhoch über 1477. Also ist durchaus, wenn man sich die Indizes hier in den USA anschaut, NDAQ könnte ein neues Rekordhoch machen. Ja, in Richtung der 1,61er 1412 aufbrechen. Natürlich kann er auch zurücksetzen. Ja, die unteren Unterstützungen wären dann eben relevant. Im SPX sind wir auf ein neues Rekordhoch gegangen. Und die Frage ist jetzt, kommt da was nach? US30 ist dann nicht auf ein neues Rekordhoch gegangen. Der hängt immer noch an der 2 fest bei 34,487. Also ungefähr gleiche Situation wie gestern, kompletter Abverkauf der Gewinne. Also S&P, neues Rekordhoch. Der Nasdaq, NDAQ, Cash Index hier im Kerzenchart. Eine Kerze, ein Tag ist weiter nach oben gelaufen. Die sinkenden Zinsen tun den Tech-Aktien besonders gut. 13,984 sind erreicht. Und man sieht, hier ist auch dann ein Top entstanden
heute Nacht. Dass hier bestätigt wurde um 8 Uhr und jetzt die bärische Tendenz, Fragezeichen, kommt ein tieferes Tief zustande. K plus S in Rallye-Laune. Das Ziel vom 10. Juni beobachten sollte jetzt möglichst entweder ein höheres Hoch für Trendfortsetzung, wenn das scheitert, dann soll es möglichst nicht unter das Tief des 10. Juni gehen. Aixtron läuft und läuft. Ja, das alte Impulsmuster bei Aixtron hat sich schon voll aufgefächert. Oder ja, jetzt mittlerweile ist die 581er erreicht. Und wir haben eine weitere Auffächerung im Wochenkerzenchart bei Aixtron. Der Chart ist im Übrigen auch im Chartforum. Oder Monatskerzenchart ist das. Eine 1, 2, 3. Die 1,61er ist bei 23,90. Bei Rücksetzern wäre 19,68 eine übergeordnete mögliche Unterstützung. Hier hat das Unternehmen den Ausblick angehoben. Germany 30 bricht den Aufwärtstrend, den Abwärtstrend. Es kann ein Hinweis sein auf den Beginn der Seitwärtsbewegung. Das ist hier keine saubere Bodenbildung. Was ein weiterer Hinweis sein kann auf eine bevorstehende Seitwärtsbewegung. WashTec plus 1,8% bestätigt hier doppelt die 50,75 im Boden. Deutsche Bank rattert nach unten, ist aber vom Hoch kommend.
Also nicht so schlimm. Für mich ist so ein prozyklisches 1, 2, 3. Daraus kann man eine Unterstützung ableiten an Tiefe des 4. Mai. Sieht ein bisschen nach Abbruch der Aufwärtsbewegung aus, weil sie eben hier auch nicht in Richtung des 61er gegangen sind. Hätten eigentlich zu 13,05 müssen, haben sich da aber mit einem höheren Hoch danach dann überlegt, okay, gehen wir lieber mal wieder drunter. Also nicht so arg stark. Morphosis nach einer langen Abwärtsbewegung mit der Möglichkeit für eine Bodenbildung über 70. 81, 70, 82 setze ich einen Preisalarm. Ja, sinkende Zinsen setzen den Banken zu. Offenbar war da auch ein bisschen die Hoffnung, dass der Bund Future seine Zinsrange verlässt, dass es noch höhere Zinsen geben wird in der Eurozone. Das scheint der Markt im Moment nicht oder anders zu sehen, nachdem die Sitzung der EZB stattgefunden hat. Hornbach mit einer Top-Bildung unter 37. Boden ist über 34, 65 noch intakt, also möglicherweise bevorstehende Seitwärtsbewegung. WTI läuft und läuft. Hier eine Aufwächerung 71,96 wäre interessant, wenn es erreicht werden würde. GameStop jetzt mit einem Rückfall. Ja, sie haben versucht, einen Short Squeeze loszutreten über der 3, 3,28. Das hat nicht geklappt. So, hier klassisch halt auch, ja, im Stundenchart. 1, 2, 3 top und runter zu 100er. BlackBerry hätte die Chance für. Nee. Hätte es nicht. Also BlackBerry laufendes Top. Im Tageschart eine wichtige Unterstützung. Das ist Tief des 28. Januar. Aus dem Cannabis-Bereich Tilray, mittlerweile durch Fusion größer geworden. Ja, Riesentop. Kleines 1, 2, 3 Tief, dessen volle Aufwächerung uns zurückführen würde an den Eintrittspunkt des Tops. Wie sieht die Chartlage bei der Allianz aus?
grundsätzlich mal eine bullische Auffächerung. Die 100er ist eine Unterstützung. Gleichzeitig ist hier ein 1, 2, 3 Top entstanden mit einem bullischen Druckaufbau. Der Punkt 2 wird jetzt gerade getestet. 216. So, man sieht jetzt, wenn man sich jetzt den Germany 30 betrachtet, dann haben wir über die 542 den richtigen Ausbruch gehabt am 1. Juni. Dann diese starke Gegenbewegung, die 1 und die 2. Und es geht jetzt eigentlich darum, das Tief vom 4. Juni auf Stundenbasis zu behaupten. Dass wir hier quasi die 1 haben. 2. Und hier dann quasi oben die 3. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass wir quasi, dass ich versucht habe, das zu zerstören. Aber es wird immer wieder abgefangen. Nach oben aber auch. Es war hier nicht möglich, auch nur in die Nähe der 1 zu kommen. Ja, und das ist halt so eine Schredderbörse, die wir da jetzt haben. Trendlos, irgendwie so ein bärischer Einfluss, weil sie die 1 nicht mehr unter der 1 sind. Bärischer Einfluss auch ein bisschen, weil sie die 2 nicht so richtig halten können. Aber grundsätzlich aus dem Tageschart bullisch, weil sie die 542 halten können. Also das, ja, es ist keine Richtung da zur Zeit. Soll ganz klar so sagen. Also wenn man eine Richtung haben möchte, wartet man auf Dynamik über der 1. Also über der 658. Natürlich ist es dann nicht garantiert, dass dann Dynamik aufkommt. Aber ein sauberer Schnitt darüber, sauberes Bestätigen, da wird es schon anders aussehen. Und jetzt geht es eben zunächst darum, die 582 wirklich sauber zu halten. Wenn wir uns jetzt diese Bewegung hier anschauen, dann ist das eben kein 1, 2, 3, das ist eher ein bärischer Rücklauf. Passt zu diesem ganzen Seitwärtsgeschiebe, trendlos, auch im 1-Minuten-Chart seit dem Tief.
Bundesbank ist der Meinung, dass die deutsche Wirtschaft die pandemiebedingte Krise überwunden hat. Oder sie überwindet. Sie überwindet sie. Noch nicht die Vergangenheitsform. Bundesbank rechnet mit einer Inflation in Deutschland 2021 von 2,6%, 2022 von 1,8%, 2023 1,7%. BIP-Wachstum Bundesbank 2021 3,7%, 2022 5,2%, 2023 1,7%. Ja, die große Frage ist, dieser Wirtschaftsaufschwung, wie viel ist davon halt schon in den Kursen eingepreist? Wir haben jetzt die Situation, dass wir ja, im Monatschart dieses 1, 2, 3 haben und die Frage ist, werden die 16, 6, 23 noch erreicht oder kommt es zuvor zu einer Korrektur? Das kann man nicht sagen. Derzeit im Tageschart gibt es keine Anzeichen für eine Top-Bildung. Es kann aber sehr wohl eins draus werden. Wieder abhängig von den US-Indizes. Ob jetzt dieser Ausflug hier auf neues Rekordhoch eben nachhaltig ist oder nicht. Und da kann man jetzt sehr wohl, wir haben im 5-Minuten-Chart, haben wir dieses pinke 1, 2, 3 Top. Stunden-Chart wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, einfach abwarten. Kann die 4, 2, 9 sind jetzt gehalten werden? Oder geht er direkt auf ein neues Rekordhoch, dann ist auch die 4219 nicht mehr interessant. Wenn er jetzt, wie es aktuell ist, kein neues Rekordhoch macht und unter die 4219 geht, dann könnte das so eine Bullenfalle werden. Uli schreibt, das ist halt die Kunst, warten zu können. Das ist wirklich wichtig. Es gibt solche Phasen wie die jetzige, wo eben nicht so viel passiert. Da ist es wichtig, nicht mit der Brechstange zu versuchen, da was rauszuholen. Das ist die Kunst, hier wirklich warten zu können. Ich werde das auch tun, bis 15.15 Uhr zumindest. Dann melde ich mich mit dem nächsten Livestream. Wünsche jeden einen erfolgreichen Handelstag. Bis dorthin.